gegründet worden, weil in Österreich wir das Problem haben, dass Bildungserfolg ganz stark vererbt wird. Der Beitrag von Teach for Austria zu mehr Chancengerechtigkeit im österreichischen Bildungssystem ist der, dass wir fachlich und persönlich herausragende Hochschulabsolventen und Young Professionals an sehr herausfordernde Schulstandorte in Österreich bringen. Egal, ob man ein Social Startup gründet, so wie Teach for Austria, oder ein For-Profit-Startup, es geht immer um drei wichtige Ressourcen am Anfang. Es braucht eine Idee, es braucht ein Team, die die Idee umsetzen kann, und es braucht eine Finanzierung. Das Team, so eine der größten Herausforderungen, das Team zu rekrutieren, dass diese Vision zu einer Realität werden lassen kann. Das dritte ist die Finanzierung. Teach for Austria ist zu 85% privat finanziert, das heißt über Unternehmen, über Stiftungen, über reiche Einzelpersonen, die man mal für die Idee begeistern muss. Für mich war aus dem Gründungsprozess, dass man sich von Anfang an eine sehr hohe Latte legt, dass man von Anfang an keine Kompromisse eingeht und ganz stark mit voller Energie seine Vision verfolgt.